Servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt im Train Simulator 2020 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind hier heute unterwegs auf der Rodachtalbahn Plus in einem Szenario von Belux Trains mit der Baureihe 628.4 von Naila nach Kronach. Wir werden jetzt hier mal schauen, dass wir das Ganze noch aufrüsten, SIF und PCB mehr einschalten. So, der Fahrtrichtungswender nach vorne. Da müsste, glaube ich, hier auch noch, ne, nicht das Caplight, sondern der Schalter für die Instrumentenbeleuchtung. Müsste, glaube ich, hier irgendwo sein. Na, das ist der Mirror Switch. Das wäre Sonden. Nein, das ist das Signalhorn. Ich hätte mir gedacht, ah, da ist Instrumentenbeleuchtung. Na, no, jetzt hat. So, wie schaut es aus mit Zugspitzenlicht? Müssen wir auch noch einmachen. Jawohl. Für ZZ aus zum Durchschalten, aber jetzt nichts. Vor allem, wenn wir mal wieder noch nicht einsteigen, das ist ja auch in Ordnung. So, ich glaube, dass die Kameraposition soweit in Ordnung ist. Was haben wir denn alles? Einige Unterwegsbahnhöfe hier, die wir anfahren müssen, bis wir dann zum Schluss in Kronach ankommen. So, Fahrtrichtungswende ist in Vorwärtsstellung, Bremse ist gelöst soweit. Feststellbremsen dann eingelöst, alles in Ordnung. Das Signal steht auch auf Ausfahrt. Die Türen sich erschließen. Jawohl. Und dann würde ich sagen, wir fahren mal los hier. So, den befreien wir uns gleich mal. Ausfahrt mit 40. Ich fahre die Aufgabe, die eigentlich ja für die normale Rodachtalbahn Plus noch gebaut worden ist, schon auf der 2.0 Version der Strecke, die abgedatet worden ist. Sind wir allerdings hier, wie wollen wir es denn nennen, auf dem alten Streckenabschnitt unterwegs. Aber das macht ja nichts. Sind wir mal wieder in unserem Dieseltriebwagen, in der 628.4. Hier haben wir ja den Wendepunkt oder den Kopfbahnhof gehabt. Linken Gleis dann eben ein- oder ausfahren in die andere Richtung oder eben in unserem Fall wahrscheinlich, wir sind hier angekommen, haben im Kopf gemacht und fahren jetzt eben in der anderen Richtung weiter, Richtung Naila. So, das mehr Fahrstufen aufschalten hier, mal die Steigung hochkommen. Sehr leiser Triebwagen, gell? Ich glaube, es ist echt, dass man das Dieselgeräusch dann ein bisschen besser hört. Das Ganze in der Außenansicht ist relativ leise. Schön im alten Mintgrün, gell? Aber einfach, glaube ich, sogar eine Gleissperre zu, gell? Niemand von der Nebenstrecke aufs Hauptgleis fährt. Wahrscheinlich ein Güteranschluss für irgendeine Fabrik. So, jetzt müssen wir mal die 25 Promille Steigung hier hochziehen. Auch einen schönen Aussichtspunkt, glaube ich, da oben auf der Brücke. Das schaut also aus, als wenn das mehr eine Eisenbahnüberführung wäre. Schön mit den Fahrstufen aufpassen. Nicht zu schnell, natürlich auch nicht zu langsam.
alten Triebwagen ist ja noch nicht voll mit AFB. Bei den was wie viel neue Dieseltriebwagen, also es gibt die AFBs haben, ich glaube, dass das bei Dieseltriebwagen eher seltener der Fall ist, dass sich das bei elektrischen Triebfahrzeugen eher besser regeln lässt als bei Dieselgetriebenen. Wobei Triebfahrzeuge oder die Steuerwagen meistens sowieso keine AFBs besitzen. Bei Lokbespannten Wendezügen ja meistens dann nur die AFB in der Lok, im Steuerwagen weniger, und bei so einigen bekannten Triebfahrzeugen, die wir ja hier im TS haben, wie der 423 oder 425, ist ja auch nichts mit AFBs. Haben sie das jetzt einer so der wenigen Triebfahrzeuge, die im iPhone die AFB-Regelung haben, oder der Flirt 3? Oh, ist ja ekelhaft. Also, die Hupe auf der Taste N ist besser, das Mikrofon, als wie die auf B, weil das ist ja furchtbar. Außen hört sich ein bisschen besser an. Klingt ja jämmerlich. Ja, der ist aber auch gut eingekalt da, der Hänger. Da musst du auch ganz schön aufpassen, dass der nicht ins Tal rollt. Das glaube ich beinahe passiert, wenn Außenansicht ist die Siphone deaktiviert. Dann wären wir schon gestanden. Haltepunkt oder wo? Ein Bedarfshalter, die eher mal so. So, weiter geht's. So, was brauchen wir? Fahrstufe 13 beschleunigen. Fahrstufe 4. Mal wieder hier schön durch Bayern durchfahren. So muss das sein. Mit bayerischen Kühen auf bayerischen Weiden gut eingezäunt. Brauchen wir von unserem Bullenfänger am Triebwagen, wenn da die Kühe nicht eingezäunt waren, weil irgendwann würde wahrscheinlich mal eine Kuh auf dem Gleis stehen. In guter Manier vom Apollo 13. An folgenden Wegsbahnhöfen anhalten. Also an allen nicht, wie es ausschaut, nein. Da haben wir jetzt immer munter durchgefahren. Da gehört der Baum auch oder die Flora auch ein bisschen ausgeschnitten da. Makrofonieren, damit die Bäume ein bisschen auf die Seite gehen. Oh, das macht aber glaube ich auch Spaß so im echten Leben, wenn man so ein schönes Triebfahrzeug hat und kann ja bei so schönem Wetter durch die bayerischen Landschaften fahren. Ich hoffe, dass die Siefer in der Außenansicht übernommen wird.
Diesels und Seco. Gerade noch die NE2-Tafel gesehen. Aber gerade noch. Das wäre mal wieder typisch gewesen, gell? Außenansicht, Signal, Zwangsbremsung. Die haben aber einen Bahnsteig. Das war das ein Bahnsteig, der aus Treibsand besteht, glaube ich. Da sind die Fahrgäste aber etwas eingesunken. Gleissperre geschlossen. Ah, hier hätten wir wieder einen Güteranschluss. Oh, da stehen uns sogar ein paar Waggons drinnen. So, einige Pfeiftafeln jetzt gleich kommen. Hier vom BÜ muss man nicht makrofonieren, aber danach. Kleiner Übergang. Es ist ein Feldweg, wo sich nachts die Hase und der Igel gut Nacht sagen. Wahrscheinlich auch die Anwohner, weil ich glaube, dass so ein Makrofon in so 628 auch ganz schön durch die Wälder hallt und schallt. So, dann haben wir gleich unseren ersten Halt. Warzenbach, Wald, Gleis 2. Fast pünktlich. So, noch mal makrofonieren, damit die Leute ja merken, wir kommen. Sind auch so schön eingezäunt. Nicht viel Leistung weggeschalten. Ah, langsam fort. Rund auf 40. Ein bisschen zu schnell. So, ein vom Bahnhof. Ja, da stehen ja doch schon ein paar Fahrgäste, die warten. Die Dame muss jetzt natürlich wieder unbedingt durch den markierten Bereich latschen. Holz zeigend. So. Bleiben wir hier mal stehen. Öffnen die Türen. Ich würde mal sagen, wir warten auf den Gegenzug.
abgestellt oder? Beim Aufrüsten oder das Licht vergessen und fährt noch nicht los. Muss noch Wasser befüllt werden. Das sieht man also, das haben noch von den guten alten Dampflokzeiten, gell? Der Kohlekran, um hier Kohle nachzulegen. Und natürlich auch Wasser für die Dampfloks. Da ist ja schon der Kollege da im Gegenzug. Müssen wir gar nicht allzu lang warten. Und der Flügel darf sich öffnen. Okay, die Bremsen gleich mal lösen. Und der Flügel geht nach oben und wir dürfen weiter. So. Jetzt gibt aber wieder dann eine sehr schöne Stelle im Trennsimulator. Auf dieser Strecke. Etwas lästig, aber man muss halt auch gut aufpassen, weil es jetzt dann hier noch mit 20 weitergeht. Kleine Bremsen. Sind wir jetzt etwas zu schnell. Aber ich glaube, dass das von unten ein sehr schönes Fotomotiv ist, wenn hier auf dieser schönen Brücke jetzt müsste es passen, gehen wir davon aus. So. Oh, das ist doch ein Wunderbärchen da, das um. Wenn wir in die Innenansicht springen, weil ich nicht weiß, ob. Obwohl die SIFA in der Außenansicht da übernimmt. Hier leicht, was heißt leicht, noch unten 30 Promille Gefälle. Na, ist es nicht schön. So, jetzt dürfen wir gleich wieder rollen lassen. So, Bremse lösen. Ich glaube, da sparen wir jetzt mal wieder ein bisschen Treibstoff. Man sieht, dass der Zug auch durch die 30 Promille Gefälle ganz gut beschleunigt wird. In Schnappenhammer müssen wir das nächste Mal stehen bleiben. In Schnappenhammer. Ganz gut, so mit 4,4 Bar.
Hälfte des Gefälle. Können wir die Bremse wieder ein bisschen lösen? Sehen tut man nicht. Ja, jetzt. Das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Und gleich wieder hinein in den nächsten. Kehrschleifen oder sowas. Ja, dann so Kehrschleifen. Einen Tunnel auch durchbauen können. Ganz kurz. Was war das? 700 Meter? Nein. Und raus und wieder hinein. Tja, sieht man jetzt nicht viel von der bayerischen Landschaft. Bayerische Tunnel. Malerisch jetzt nicht so schön. Man sieht zumindest jetzt bei der Durchfahrt auch innen nicht mit Graffiti besprüht. Da traut sich wahrscheinlich auch keiner rein von den Sprayern, weil wenn man sieht, dass der Tunnel doch ziemlich eng ist. Stell dir mal vor, du stehst da drinnen und es kommt so ein Triebfahrzeug. Ich habe da einmal auf YouTube einmal so ein Video gesehen über das Arbeitsschutzkosten, irgendwas in der Richtung, so in Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo man das gesehen hat bei so Tunnelarbeiten, wo sich dann eben die Arbeiter ganz an die Tunnelwand, also sogar zum Beispiel da ganz unten rechts oder links ins Gleisbett hineinlegen sollen, Gesicht natürlich zur Wand, ganz weit ran. Damit eben, wenn da was passiert, man eben da unten im Gleis liegt und möglichst nicht vom Zug erfasst wird. Das hätte man in der alten Zeit auch, weder in der alten noch in der neuen Zeit immer miterleben mögen oder sowas. Wenn man da im Tunnel liegt und muss sich da an die Wand kauen und hinter dir da irgendein Zug mit einer, ja, in früheren Zeiten mit einer Dampflok da vorbeifährt, das glaube ich ist auch alles andere als angenehm. Natürlich angenehmer, als wenn man auf den Zug gerollt wird, das ist natürlich klar, aber ich glaube, so eine Situation wünscht sich keiner. Landschaftlich aber eine sehr schöne Umgebung, muss man sagen. Natürlich typisch bayerisch. Ansonsten Bayern ist landschaftlich alles einfach nur eine Bombe. Gibt natürlich auch andere schöne Stellen in Deutschland, die Bombe haben, das muss man natürlich auch sagen. Die nicht in Bayern liegen, ja. Geht das Ganze denn da aus? Ah, 4,7 Bar reicht.
Haben wir ja nicht mehr weit bis Schnappen, haben wir. Genau in dem Gefälle drinnen, wo man dann so ein 20 Promille Gefälle punktgenau am Bahnhof halten muss. Aber das dürfte alles kein Problem sein. Da drin kommt. Da versteckt. Da muss die Geschwindigkeit gut ausfahren, wenn man den Fahrplan anhält. Ja. Sonst hat die Aufgabe keinen roten Schwierigkeitsgrad. Kurze Zwischenebene. Vielleicht wahrscheinlich auch gemacht, dass die Bremsen mal wieder kurz verschnaufen können, oder? Auch hier dürfen einfach durchfahren, so. Die Leute werden sich auch ärgern. Guter straffer Fahrplan. Oh, können wir die drei noch einholen auf der Straße? Noch geht's. Alter, der von einer 70 fahren soll. Ah, kommt aber der Bahnübergang, also müssen sie sowieso halten. Müssen sie sowieso halten. So, Geschwindigkeitsfahren können wir auf die 50. Das Bremsen hier. Wahrscheinlich vor der Brücke da die Sonne. Gut getroffen. Oh, nochmal eine NE2-Tafel. Das berühmte Ritchie-Signal. P, glaube ich, auch noch heißt für durchfahrende Züge. Also, ich glaube, da hätten wir jetzt nur pfeifen müssen, wenn wir durchgefahren wären. Das heißt, dieses Zusatzschild oben. Fast die Hauttafel. Na. Oh. Das nennen sie einmal richtig gute Bremsen wieder. Hm? Ho. Das ist natürlich nicht ganz optimal, das muss man sagen. Also,
Die hat hoffentlich angebracht für diesen Triebwagen, der hat jetzt immer so. So. Dann können wir die Haltestelle schnappen, haben wir wieder verlassen. Und nach Wallenfels eilen. Was ich immer gell, bei diesen Werksanschlüssen oder bei so mit den Gleissperren noch gearbeitet. Muss also, wenn einer kommt mit einer Rangierlok oder mit so einem kleinen Dieselvehikel, muss er erst einmal die Sperre aufmachen, bevor er auf die Hauptstrecke darf. Wahrscheinlich auch beim FTL erst einmal die Einfahrt anfordern. Auch noch nicht, müssen wir erst mit dem ganzen Vehikel an der 7er Tafel vorbei, damit wir 70 fahren dürfen. Ja. Bisschen Schwung holen, bisschen Leistung aufschalten. Das glaube ich macht die Schwerkraft. Müssen wir der Schwerkraft immer ein bisschen nachhelfen. Mit etwas Dieselleistung. Zeiger blinkt, muss man nicht bestätigen. Hat mir jemand mal erklärt. Ich habe die Dinge immer gemeint, die muss man grundsätzlich bestätigen oder man muss sie bestätigen, wenn sie blinken. Dem ist aber nicht so. Beinahe wieder zu schnell gefahren. Nächste Güteranschluss. Das war glaube ich auch eine schöne Aufgabe, gell? So irgendwo mit einer Rangierlok weggefahren mit so einem kleinen Diesellok und dann neben dieser Anschlüsse wenn umrangieren und sich Waggons rausziehen, zusammenstellen und weiterfahren. Das glaube ich auch schön. Im Editor eine ganz leicht darzustellen oder so eine Aufgabe zu erstellen. Jetzt haben wir den Daumen vor sich mal. Langsam fort und 50. Abbremsen, sonst haben wir am nächsten Signal zu schnell. Oh, wieso? Oh, nicht bestätigt. Oh. Da war ja noch ein Vorsignal dabei. Oh ja. Nur gerade geärgert, weil wir zu schnell dran haben. Und schon ist es passiert. Schon war es passiert.
eine schöne Fußgängerbrücke hingebaut worden. Da wird wahrscheinlich beim Anbremsen oder bei der Zwangsbremsung ein paar Fahrgäste auch wieder etwas durchgerüttelt haben, weil da werden schon wieder einige bei den Türen gestanden sein und mit den Hufen gescharrt haben, dass sie beim nächsten Bahnhof rechtzeitig rauskommen. Es ist nicht schön hier. Hier oben schön positionieren, kann ein schönes Bild machen. Bitte lächeln. Ein bisschen Aufenthalt bis um 52. Dann gehen wir doch hier wieder nach unten. Oh, falscher Bahnsteig. So, einmal hier rüber. Und dann wieder unten. Oh, wie komme ich jetzt da rein? Ich muss ja zu meinem Triebwagen. Hier über den Parkplatz. Gut, dass wir kein Ticket ziehen müssen. Türen sind noch offen. Schauen wir doch mal hinein. Gut, auch Fahrkartenkontrolle. Ja, wen haben wir denn da sitzen? Sehr schön. Also mit 5 und nach haben wir keine Innenansicht. Keine Innenansicht, kein Gegenzug. Wallenfels Stadtgleis 1, da muss man Wallenfels als nächstes halten. So, Türen schließen. Sind so und weiter geht's. Das müssen wir nicht bestätigen. Nein, das ist ein Ausfahrsignal. Also diese Rodachtalbahn ist ja auch eine wunderbare Freeway-Strecke, muss man sagen. Natürlich jetzt auch mit dem neuen Streckenabschnitt, der dazukommen ist in der 2.0-Version. Haben wir ja schon ein paar Mal abgefahren. Und hier haben wir halt auf dem ersten Teil unterwegs, sage ich mal, auf dem bekannten Teil. Oh! Was machen wir denn da wieder für ein Lagerfeuerchen? Das genehmigt ist, ich weiß es nicht. Die Tante Siva natürlich nicht vergessen. Sonst wird sie böse, die Tante ist noch ein bisschen schneller, gehen wir vor. Etwas Leistung ausschalten.
mehr Leistung aufschalten. Wallenfels, Zeiern, Unterrodach, Höfels, Kronach. Oh, da haben wir noch Zeit unterwegs. So, kurz, ja. Kurzer Zwischensprint, los geht's. Und jetzt die Autofahrer auf der Straße, aber auch ganz schön erschreckend, würde ich mal sagen. Also wenn du damit nicht rechnest und siehst, dass da so ein Triebwagen unterwegs ist, auf der Strecke neben dir, und der da einfach losmakrofoniert, da glaube ich, zuckt doch mal der eine oder andere etwas zusammen im Auto. Steht aber ganz schön knapp davor. Ich will jetzt auch nicht so stark auf die Bremse treten. Aber noch, ja. Ist sich gut ausgegangen in der Wissen. So, auch da mein Vorsignal. Das wollen wir natürlich bestätigen. Vor allem, weil das Vorsignal ja Halt erwarten anzeigt. So. Nimmt uns das Signal wieder übel. Geht jetzt hier rechts hoch. Man kann mal direkt mal gucken, wenn wir am Bahnhof stehen. Etwas langsamer fahren. Oh, der macht gerade Pause. Ich glaube, dass der Kollege hier mit dem 294 auch raus will. So, schauen wir mal. Die Radtafel gut treffend. So. Und einmal auf die Türen. Mal gucken, hier kann man nämlich auch, sagt mal, der Güterzug fährt jetzt hier raus. Kann man also auch diese schöne Nebenstrecke hier hochfahren. Steinwiesen, und da gibt es, glaube ich, wo ist der Kopfbahnhof, wo man dann hinauffährt. Ah, das war dann woanders. Dann meinte ich jetzt wahrscheinlich einen anderen Abzweig. Da meinte ich wahrscheinlich den hier von Dürenwald hoch. Der hier dann nach Nordholm geht, genau. Nach Nordholm, das habe ich gerade gemeint. Schaut aber, glaube ich, ziemlich ähnlich aus. So, muss man auf den Gegenzug warten bis um 14 Uhr.
Oh ja, da kommt er. Die RB9867 13:43 Kronach. Naja. Da kommt er ja schon. Gut, dass du Kriege pünktlich ist. So, alles opferbereit machen. Und der Flügel hebt sich. So, hier bei der Ausfahrt damit kurz das Mikrofon betätigen. Und gleich nochmal. Damit an den unbeschrankten Bahnübergängen nichts passiert. Und wir sind schon wieder etwas zu schnell unterwegs. Etwas, alles gut. Jetzt ja doch wieder in ein Gefälle, also etwas langsamer hier. Jetzt haben wir mal diese schönen, wie nennt man denn das? Diese Steuerseile, genau, die hier zum Vorsignal gegangen sind. Das war früher in den Stellwerken mit den Gewichten, Gegengewichten, mit diesen riesen Hebeln zum Umlegen. Die alten mechanischen Stellwerken. Ah, das ist doch eine etwas, nicht anstrengendere, aber... Er fordert doch ein bisschen mehr Arbeit sofort in so einem Nebenbahn-Dieseltriebwagen. Ist nicht einfach mit dem ICE, mit LZB und alles einfach Hebel on the Table, sondern na, schön makrofonieren. Und das haben halt die Kollegen in den Intercity-Expressen nicht. Ja, mal gleich wieder weg, Leute, könnt gleich wieder weiterfahren, alles in Ordnung. Kann schon wieder öffnen, die Schranke. Oh, ein Haufen Mikrofon. Viele Makaronis hier. Oh, zur Vorsicht werden wir dich jetzt trotzdem mal bestätigen. Nein, nicht notwendig. Sagt uns wieder die Steuerleitungen. Das ist aber auch, glaube ich, wieder das Zeichen für nur bei der Durchfahrt makrofonieren. Also die P-Tafel zählt nur, wenn man durch den Bahnhof durchfahren würde, nachdem wir aber stehen bleiben müssen. Aber jetzt damit nicht makrofoniert. Dass diese Zusatztafel oben so eine Hauttafel vorbei. Etwas zu weit. Nur die hintere Tür öffnet sich. Also. Ja, gut, kann man also eh aus dem Triebwagen kann man eh nur, wenn man hier aussteigen möchte, muss man also eher mal durch den Wagen durchgehen. Hier ist es eben genau umgekehrt. So, da haben wir aber keine.
keinen Gegenzug, also können wir gleich, wenn die Türen geschlossen sind, weiterfahren. Und los geht's. Alles unbeschränkt. In der heutigen modernen Zeit alle dann schon umgebaut haben oder ob es da wirklich noch so viele unbeschränkte Bahnübergänge gibt an dieser Strecke. Muss man die Kühe dann ein bisschen erschrecken mit dem Mikrofon. Wobei die werden das wahrscheinlich auch schon gewohnt sein. So, der Herr Bauer wartet brav mit seinem Traktor hier. Andere Bremse gibt es doch nicht, gell? Was ist denn das für ein Hebelchen da? Ne? Ja. Federspeicherbremse da, die so. Dem Symbol nach hätte ich jetzt gesagt. Bisschen aufschütten nochmal Leistung. Nur mit 50 weiterfahren und nicht zu langsam werden. Das ist schon schön die Ausgestaltung, ja, mit den ganzen Pflanzen und Bäumen. Da haben wir ja keine Gefahr. Der Teller oben brav gelegen hier. Oder was können wir mal die Scheibe im. Wenn man die richtig bezeichnet, oben an diesen Form- oder Flügelvorsignalen. Noch die Gegengewichte, ja. Die Gegengewichte für die ganzen Seilsteuerungen, für die Signale. Mal kurz rechts gesehen. Wieder ein bisschen zu weit an hat, hoffe ich. Kann man nicht durchgucken hier beim Durchgang, wenn man auf die andere Tür gesehen hätte. Ist es nicht schön hier? Da steht wieder einer, der Omsi spielt, das wird wahrscheinlich der Steven sein. Grüße an den Train Omsi TV. Schon umgeschaltet, passt schon.
Jetzt hätten wir so eine etwas stärkere Bremsung noch einleiten müssen. So. Höfles und dann haben wir schon einen Krono. Na. Die Zeit vergeht aber im Flug. Und das im Zug. Schön kurzweilig die Aufgabe, muss man sagen. Ich verlinke euch natürlich auch die Aufgabe wieder von Belux Trains oder das Aufgabenpaket, wo diese Strecke mit, diese Aufgabe mit drinnen ist. Könnt ihr euch das Paket dann runterladen und die Aufgabe entweder einzeln fahren oder halt mal euch die ganzen Aufgaben angucken, die in dem Paket drinnen sind. Muss man auch sagen, auch wenn es eine eingleisige Nebenstrecke ist, mit Dieselbetrieb, trotzdem auch ein guter KI-Verkehr immer verbaut und Gegenzüge, damit das Ganze schön kurzweilig ist. Und wie gesagt, doch mit den ganzen langsamen Fahrstellen und Bahnhöfen und Pfeiftafeln doch sehr anspruchsvoll zum Fahren. Deswegen vermutlich auch der etwas höhere Schwierigkeitsgrad. Na, ja, die ist ja wieder mal perfekt getroffen. Geht doch, wie es so schön heißt, oder? Es geht doch. Natürlich auch wieder hinten ausgestiegen, gleich der Fahrgast, damit er gleich beim Übergang ist und zum Bus wetzen kann. Oh, schöner alter VW. Vom Sägewerk Schiller. Der wird sich wahrscheinlich in der Bahnhofsgaststätte jetzt gerade seinen Nachmittagskuchen schmecken lassen und seinen Kaffee. So, 50, 3 Kilometer, 3,7 Kilometer haben wir noch was gerade noch. So. Oh, Vorsicht. Ah, knapp drüber wieder. Ganz knapp drüber wieder. Bei der Einfahrt in Kronach da irgendwo noch das Löwewerk sieht. Auch umgebaut oder nachgebaut ist auf der Strecke, ich weiß es gar nicht. Falls sich irgendjemand die Aufgabe anguckt, dort Ortskunde ist und weiß, wo das Werk ist vom Löwe, den haben wir glaube ich in Kronach. Oh.
Werkshallen auf der Seite. Denn da ist gebaut und gewerkelt. Gut, Löwe wird jetzt, aber ich glaube nicht, dass die Firma Löwe einen Gleisanschluss gehabt hat beim Werk oder hat. Ja, so wie es ausschaut, ohne weitere Zwangsbremsung ans Ziel. Eine einzige, weil wir das Vorsignal nicht bestätigt haben. Ist wieder mal ärgerlich, aber leider nicht zu ändern. Aber wirst du so schön, probier es mal mit Gemütlichkeit. Mit bayerischer Gemütlichkeit ist das alles kaputt. Dann haben wir wirklich noch gut drinnen. Also. So, wobei das Vorsignal dürfen wir natürlich jetzt nicht vergessen zu bestätigen. Langsam Fahrt erwarten. So, dann müssen wir runter auf 40 schauen. Oh, Coca-Cola. Ja, unter oder auf 40, das passt. Ja, brauchen wir uns aus der PZB nicht befreien, weil für die paar mit in den Bahnhof. Tja, und was zeigt uns das Vorsignal? Halt erwarten. Auch das müssen wir natürlich bestätigen. Hätten wir vorhin auch machen müssen. Ist auch schön, einmal aus der Richtung in den Bahnhof einzufahren. Also die meisten Aufgaben, die ich bis jetzt gefahren bin, fahren immer aus Kronach weg. Schön hier gleich bei der Einfahrt auch wieder Güterzug, der hier durchrauscht. Was war denn das wieder? Tja, ich hätte, wie gesagt, ich hab's schon mal gesagt, man soll es einfach nicht erwähnen, gell? Man soll einfach nicht über Zwangsbremsungen reden. Schon was doch noch mal passiert. So. Ach, ärgerlich. Mal drauf bleiben, dass es jetzt X gibt, aber wir das noch sehen. Tja, ich hoffe, dass euch die Fahrt trotz dieser zwei Zwangsbremsungen Spaß gemacht hat. Ist eine wirklich schöne Aufgabe. Man sieht jetzt oben einmal Belux Trains, Aufgabe 02 von Naila nach Kronach. Mit unterwegs an den ganzen Unterwegsbahnhöfen. Sehr schöne Fahrt in einem wirklich schönen Dieseltriebwagen auf einer wirklich schönen Strecke. Läuft also auch unter der Version 2. Und der Dienst ist nun beendet. Hoffe, dass wir uns zu einem meiner nächsten Videos hier auf meinem Kanal wiedersehen. Wünsche euch bis dann alles Liebe und Gute. Euer Maverick.